Audio Post. Geklickt. Gehört. Gefühlt sitzt die gesamte Nation gerade im Homeoffice. Wer auch immer von zu Hause arbeiten kann, sollte das tun. Einige machen das sicher regelmäßig und für die anderen ist es momentan eine Homeoffice-Premiere. Da macht man sich über viele Dinge Gedanken. Aber beschäftigen wir uns auch mit der IT-Sicherheit? Die wird bei vielen derzeit vernachlässigt. Das vermutet auf jeden Fall unser IT-Experte Andreas Wiesler. Er berät als Geschäftsführer der Firma Go Security Firmen und Privatkunden zum Thema Computersicherheit. Und er hat sich überlegt, warum sich so wenige Gedanken über die Sicherheit der Daten im Homeoffice machen. Vielen ist gar nicht bewusst, dass auch zu Hause Gefahren lauern. Ich höre oft so Aussagen wie, es ist ja noch nie etwas passiert oder an meinen Daten hat eh niemand Interesse. Doch Cyberkriminelle nutzen genau solche Krisen wie die aktuelle einfach schamlos aus. Außerdem sagt der Experte, warum es wichtig ist, dass die Firma ihren Mitarbeitern einen Dienstlaptop mitgibt. Der Vorteil bei geschäftlichen Laptops ist natürlich, dass der von der IT gewartet ist. Alle Software ist aktuell und es läuft ein aktuelles Antivirenprogramm. Beim privaten Laptop ist dies leider oft nicht der Fall. Leider gibt nicht jede Firma ihren Mitarbeitern Dienstlaptops mit. Deswegen gibt es bestimmte Maßnahmen, die wir am privaten Laptop treffen müssen. Achten Sie unbedingt darauf, dass alle Software, alle Programme aktuell sind. So zum Beispiel Ihr Browser oder das PDF-Programm, weil Hacker nutzen genau das aus. Schauen Sie auch, dass Sie ein aktives Antivirenprogramm haben und die Firewall aktiv ist. Und andere Familienmitglieder sollten nicht mit dem gleichen Gerät arbeiten. Falls dies nicht möglich ist, sollten sie mindestens ein eigenes Profil nutzen. Wir haben auch verschiedene Möglichkeiten, uns mit dem Internet zu verbinden. Die Frage ist da aber, LAN-Kabel oder reicht die WLAN-Verbindung? Sie können sehr gut auch das Wireless LAN nutzen. Das genügt den heutigen Sicherheitsanforderungen. Aber es muss unbedingt verschlüsselt sein. Dies ist meistens so voreingestellt, aber bitte überprüfen Sie, ob das wirklich so ist. Dadurch, dass jetzt viele von uns zu Hause sitzen und das Internet nutzen, macht sich das natürlich auch bei der Geschwindigkeit bemerkbar. Viele sind nun am Streamen, schauen also Serien auf Netflix, Videos auf YouTube oder Musik via Spotify. Und da kann auch der beste Provider einfach nicht mitkommen und kommt an seinen Anschlag. Also reduzieren Sie bitte Ihren Datenhunger. IT-Experte Andreas Wiesler hat abschließend noch einen Tipp für uns, um unsere dienstlichen Daten im Homeoffice zu schützen. Berufliche Informationen gehören auf keinen Fall auf private Cloud-Speicher und sollten niemals unverschlüsselt per E-Mail verschickt werden. Weil das Datenschutzgesetz und die Informationssicherheit gelten auch zu Hause und müssen unbedingt eingehalten werden. Audio Post. Geklickt. Gehört.